Oh, what? Wait. Okay. Hier ist der letzte Automat mit der letzten Dose, die wir noch brauchen. Alter, ist der versteckt. Das war ein bisschen fies hier. Es war, habe ich, es ist, wie lange ich nach dem gesucht habe. So, jetzt müssten wir ja drei Dosen haben. Vierte haben wir ja schon hier. Vierte haben wir ja schon bei dem Händler abgegeben. Hier zwischen den Alter. Ja, das. Wie soll man denn das finden? Man springt ja immer nur sich hier drüber und dann wieder runter und das. Wie soll man denn darauf kommen, dass da einer. Wie oft war hier schon über die Balken hier? Das ist hier über die. Durch diese Gasse und so. Da steht er. Als ob das irgendjemandem auffällt. So zwei Notenblätter brauchen wir auch noch. Vielleicht finden wir die auch noch jetzt. Okay. Dem ist, glaube ich, nicht mehr alles klar. So, wo waren wir denn noch nicht? Wo waren wir lange nicht mehr? Edit-Programmierung war hier lang. Hier, oder? Programmierung. Ich glaube nämlich, da können wir noch mal nachgucken. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Okay, ihr habt mal eine Jacke gegeben, ein Poncho. Die friert jetzt nicht mehr. Ob es hier vielleicht irgendwo noch ein Notenblatt rumliegt? Nee, das ist so ein Motherboard. Eine Platine, keine Ahnung, wie das heißt. Oh, wie wär's mit dem hier? Und der Postkarte am Bild klebt es. So, Dose und Notenblatt. Eins fehlt uns noch, ein Notenblatt. Müssen wir noch suchen. Lass mich raus, lass mich raus. So, wo haben wir das letzte Notenblatt? Erstmal kaufen wir uns hier das Dance Secret hier. Fragezeichen, Fragezeichen. Bin gespannt, was das ist. Nochmal hallo, was willst du jetzt? Das ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich drei Dosen Energy Drink, weniger ist nicht drin. Ja, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Da ist wahrscheinlich irgendwie so ein. Das ist ein Pepe-Meme drauf oder so. Das ist unten ein Meme. Ein Katzen-Meme. Das wär's. Bitteschön. Okay, eine Erinnerung. Dies ist ein frühes Gefährtenmodell. Damals hatten sie noch keine Persönlichkeit.
Sie waren einfach nur glorifizierte autonome Reinigungskräfte. Ich finde es toll, dass sie schließlich die Menschen nachgeahmt haben. Es ist, als hätten sie sie vermisst und irgendwie haben sie so vor dem Aussterben bewahrt. Sie sind gute Roboter. Okay. Und dafür haben wir 3 Dosen gesammelt. Und jetzt hast du nichts mehr. Es tut mir leid, dass ich im Moment nichts zum Tauschen habe. Ausverkauft. Vielleicht kriegen wir das hier endlich nochmal hin. So, rein mit dir. Treffer versenkt. Oh, Augenschaftsfreistellung. Boom, Katzala. Sehr schön. Noch ein Achievement gekriegt. So, hier sehe ich doch ein, nur die zwei fehlen noch. Das eins können wir dir gerade geben. Oh, danke für die Musik. Ich würde gleich üben. Wenn du kannst noch mehr finden. Eins finden wir auf jeden Fall noch irgendwo. Unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Okay. Ah, siehst du das? Das sitzt hin. Und 8 von 8 haben wir schon gefunden, also. 6 von 8 fehlt uns noch. Naja. Das klingt ja nicht so gut. Naja, komm, das. Lass mal gut sein. Lass mal stecken. So, vielleicht finden wir jetzt noch das letzte Notenblatt. Sechseinhalb Stunden später. Oh, Notenblatt 6 von 8 gefunden. So, dann gehen wir mal das letzte Notenblatt ab. Und dann sind wir bereit, mit Momo in die Kanalisation aufzubrechen. Das war ja unser Ziel jetzt hier. Aber wir wollten vorher noch mal alles erledigt haben hier in der Stadt. Die Collectibles mal zusammen sammeln. Alles vom Händler und alles vom Notenblätter. Das hätte ich mir bei diesem Spiel wirklich nicht verziehen, wenn ich da wirklich und hier nicht alle Notenblätter, zumindest die Notenblätter. Das mit dem Händler, das letzte Ding, das hätte mich auch irgendwie gekratzt. Die letzte Dose nicht gefunden zu haben, das wäre auch irgendwie. Ja. Das hätte mich auch irgendwie genervt, wenn ich jetzt. Zumal er uns auch dort sagt, dass wir nochmal alles erledigen sollen. Bevor abhauen. So, hier das letzte Blatt. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Nein, denke ich nicht. Das ist das letzte. Hey, das ist das letzte Notenblatt. Das hast du echt gut gemacht, Kleines. Als Zeichen meines Dankes habe ich dieses Abzeichen für dich. Nur ein Gegenstand errungen. Musikabzeichen. Der Urschaft freigeschaltet. Miaulodie.
Mal sehen, was das letzte Stück ist. Immer locker, immer cool. Ich glaube, das kann ich spielen. Schau mal. Schau mal, hör mal. Gonna give you up, never gonna let you down. Klingt so ein bisschen danach. Und vom der Anfang, so ein bisschen. Pass auf, gleich. Hier gibt es eine Passage. Die geht ziemlich stark danach. Jetzt ganz am Anfang. So ein bisschen. Sehr schön. Hast du alle Lieder gespielt. Jetzt wäre es natürlich sehr schön, wenn wir noch ein beliebiges uns nehmen können. Wenn wir jetzt einen Songwunsch haben dürften, nachdem wir alle gesammelt haben. Ich fürchte aber nein. Aber hier im Radio, da dürfen wir mal was hören. Die Radioversion. Genau das. Mein Favorit. Das nachts dunkel, dann rechnen bist. Na, spielst du für uns noch ein Lied? Vielen Dank für alles. Ich bin jetzt ein toller Musiker. Du kannst noch nicht eins von den Liedern spielen. Kann man nicht aussuchen. Ach, schade. Das wäre jetzt nochmal der Hammer gewesen. Und jetzt noch zwei Minuten, nachdem wir alle gesammelt haben. Tja. Müssen wir in die Bar gehen, das Radio, die Jukebox anmachen. Da können wir das hören. Können wir uns hier auch irgendwo hinlegen? Barmann, eine Milch. Schon vorbei. Na gut, dann gehen wir halt. Dann gehen wir jetzt zu Momo. Ab in die Kanalisation. Ich
denke, jetzt haben wir ja das erledigt. Die Noten mit haben wir alle gekauft, vom Händler haben wir auch. Momo wartet auf sein Boot. Hoffentlich, du kannst dich ihm anschließen. Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass die Zugs hier reinkommen. Ja. Ich sag dem Wächter nochmal Tschüss. Ciao, Stadt. Wir kommen wahrscheinlich nicht mehr zurück. Hier den Teppich kratzen. Vielleicht kommen wir am Ende nochmal zurück. Wenn wir die Stadt gerettet haben, wenn wir alles fertig sind, können wir nochmal im Dich laufen, nochmal in die Stadt. In Sonnenschein. Wo es nochmal richtig hübsch aussieht. Wenn wir uns das nochmal angucken. Lass mich noch einen letzten Blick auf die Stadt werfen. Aufbrechen. Und hier ganz oben. Ach ja. Was für ein tolles Spiel. Und was für eine tolle Map. Es hat schon echt Bock gemacht hier. Durch die Stadt zu wuseln als Katze. Fast ein bisschen weh, hier wegzugehen und mit der Story weiterzumachen. Man möchte hier bleiben und noch ein bisschen Nebenquests machen. Das erste Mal im Spiel, das Nebenquests machen will. So ein paar Nebenquests noch in der Stadt, von jedem Roboter noch so Witcher-mäßig hier noch Aufgaben annehmen. Tja. Schließ die Tür. Tja, vorbei mit der Stadt. Auf geht's in die Kanalisation. Ah, das ist der Momo. Oder die Momo. Ich glaube, sie hat sich selbst mit. Oder sie wurde von anderen mit weiblichen Pronomen angesprochen. Meine Momo ist so ein Name. Kann irgendwie beides sein. Würde ich zumindest sagen. Vor allem bei Robotern. Weiß nicht, haben die ein Geschlecht? Spring auf das Boot, wenn du bereit bist. Lass uns hier verschwinden. Auf geht's. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und die Flugsäule bekommen hast. Damit können wir jetzt Balthasar finden. Los geht's. Die Kanalisation. Können uns bewegen. Sonst unheimlich. Ja. Das Ding funktioniert noch. Ja, zoomt genau noch.
Der Palter. Oder sie. Oh, okay. Müssen wir mal die Tür aufmachen. Wir haben viel zu selten die Zoom-Funktion benutzt. Lass mal was genauer anzugucken. Ach! Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Nö. Alter, das kam plötzlich. Aber war mir auch schon fast klar. Ich habe schon gedacht, die kommen doch gleich. Das sind Hugeln oder das sind Eiterblasen. Und noch bestimmt durch diese Zoos raus. Gedacht habe ich dran, aber. War dann doch zu überrascht. Können wir die jetzt schon zerstören oder? Bevor sie schlüpfen. Ach du Scheiße. Das war ein Fehler. Nein. So haben wir es jetzt. Böse Zugs. Böse, viel zu niedliche Zugs. Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, habe ich nicht einmal Angst. Oh. okay. Die Lampe bringt nicht viel. An der Nordseeküste. Deutschen Strand. So sieht's aus. Okay. Weitere Rätselchen hier. Tor öffne Rätsel. Was ist los? All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Aber wir können sie nur noch per Hand öffnen. Okay. Wie soll das jetzt laufen? Ohne ihn weiter oder was? Schnell! Spring unter die Tür, sie wird nicht lange halten. Okay. Gehen wir ohne ihn weiter. Momo, mein alter Freund. Lass dich ungern zurück. Ich kann nicht mit dir weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Balthasar und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Auf jeden Fall. Mein treuer Begleiter.
Ich werde dich nicht vergessen. Ich hoffe, du findest auch einen Weg hindurch. Ist ja widerlich. Es ist voller diesem Bakterium. Alles voll mit dem Bakterium, was den Müll entsorgen sollte. Oh nein. Oh oh. Auf einem Haufen. Ach du Scheiße! Oh nein. Jetzt bestimmt noch irgendwo eine Änderung. Einen Weg für Momo finden. Nee, aber eine Erinnerung. Kanalisation. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch wurde es rationiert. Die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für Wassertanks. Sie sind gigantisch und könnten ein ganzes Gebäude fassen. Okay. Okay, weiter kommen wir hier nicht. Gibt's nur die eine Erinnerung. Ich höre doch Scherchen, die Zugs. Da kommen wir nicht weiter. Dann geht's wohl hier lang. Okay, und jetzt hier lang. Müssen wir den Zug vorerst am Leben. Nein! Verdammt! Hört doch das nicht an! Was soll denn der Mist?